Die Corona-Krise schüttelt und beutelt natürlich alle in der Eventbranche komplett durch. Wie sind deine letzten Monate vergangen, quasi? Du, das waren dramatische 6 Monate. Also von dem Lockdown an war es wie eine Keule, die uns getroffen hat. In Wahrheit hast du gedacht, du bist breit aufgestellt. Von heute auf morgen war plötzlich alles weg. Es waren alle Eventreisen mussten abgesagt werden. Alle Clubveranstaltungen gecancelt, alle Festivals abgesagt. Also das war schon dramatisch. Also das erste 1-2 Monate hat man nicht mehr genau gewusst, in welche Richtung es geht. Und und dann nachher kam dann mit dem Frühjahr, mit dem Frühsommer, kam man dann die ersten Hoffnungsschimmer. Und dann hat man wieder an die Zukunft glauben können, weil dann gab's, erstmal haben sich die Zahlen dann wieder reduziert. Und dann wiederum gab es natürlich auch viele Lichtblicke von der Regierung, sowohl Bundesregierung als auch Stadtregierung, wie man diese Krise überstehen kann. Jetzt ist es ja so, dass die Zahlen wieder ansteigen und scheinbar doch nichts mit den Events wird. Es wird sogar im Eigenheim quasi darauf hingewiesen, dass man vielleicht nur maximal 10 Personen zu Hause haben sollte, wenn man schon eine Privatparty schmeißt. Wie siehst du das? Wann glaubst du, gibt es wieder den nächsten Lichtblick für die Eventbranche? Ich glaube, wenn wir ganz offen sind, die nächsten 6 Monate kann man abschreiben. Also das ist wirklich so, die nächsten 6 Monate, glaube ich, muss man die ganze Eventbranche, Tourismusbranche in den Winterschlaf schicken. Da muss sich das Coronavirus jetzt dann, wir müssen es einfangen, beziehungsweise rechnen wir alle damit, dass ab Jänner dann die Impfung da sein wird oder das Medikament und dass dann quasi eine gute Behandlung kann, man nicht mehr daran stirbt. Ja. Aber während dieser nächsten 6 Monate, glaube ich, wären Events nicht wirklich sinnvoll. Also die klassischen Events, wie wir sie kennen, Sachen mit quasi Sitzplätzen und so weiter, die kann man sicherlich durchführen unter strengen Regeln, wie ein Erste-Bank-Turnier oder wie auch immer. Aber so klassische Opernball oder irgendwelche klassischen Clubs, ja, wird in dem Sinn sicher nicht geben. Da müssen wir jetzt Augen zu und durch und ab März nächsten Jahres wird wieder alles gut. Du hast eine riesengroße Matura-Abschlussreise, die hast du dieses Jahr auch absagen müssen. Jetzt ist nächstes Jahr natürlich für dich das ganz große Ding wieder am Leben, hoffentlich. Deswegen sagst du wahrscheinlich auch März. Die große Frage ist, wie plant man dahin jetzt? Naja, das war ja das Hauptproblem im März. Im März, April, du hast nicht gewusst, du hast einen Tag am anderen irgendwie nicht gewusst, wie du deine Strategie anlegen musst. Bist dann immer aufgeregt vor jeder Pressekonferenz gesessen. Was gibt's jetzt wieder für Maßnahmen? Was gibt's für Neuigkeiten? Und du konntest einfach nicht planen. Darum war es jetzt schon ein bisschen was anderes, weil jetzt sage ich einfach, okay, wir haben dann alles abgesagt. Wir haben unser Leitersfestival abgesagt, unsere X-Gematur-Reise abgesagt. Wir sind natürlich im Städtetourismus mit der Wiener Citycard massiv getroffen, mit 92% Rückgang. Wir haben jetzt gesagt, okay, passt. Die Regierung hilft natürlich auch sehr mit dem Fixkostenzuschuss, Kurzarbeit und so weiter. Das heißt, wir planen jetzt einfach, wir haben dieses Jahr quasi gestrichen aus unseren Büchern. Das war jetzt einmal null oder ein Minus natürlich. Und im nächsten Jahr, ab Mai, sind wir schon wieder ausverkauft mit allen unseren Veranstaltungen. Und da natürlich hoffe ich oder gehe ich fix davon aus, dass es stattfinden kann, wenn auch vielleicht mit Auflagen, mit quasi Schnelltests, mit geschlossenen Kreisen, so wie es Formel 1 gemacht hat, oder auch die Salzburger Festspiele, dann wird es wieder stattfinden, weil dann muss es sein. Also Corona ist nett in Wahrheit, ja, ein Jahr für mich, das machen wir zu, aber dann muss wieder aufgemacht werden, weil sonst überlebt das die Wirtschaft nicht. Das ist ja die große Frage. Ihr seid jetzt eine Riesenagentur, die sich etabliert hat über die Jahre hinweg. Was denkst du, wie es geht den kleineren, unter Anführungszeichen, kleineren Eventagenturen? Du kennst viele Festivalbetreiber, die natürlich auch große Stornogebühren wahrscheinlich bezahlen haben müssen aufgrund der Pandemie. Also das ist dramatisch. Also für die Kleinen, vor allem die wirklich nur davon leben, dass sie von einem Business-Event zum nächsten sich finanzieren, wird es wirklich dramatisch. Darum ist auch ganz wichtige Bitte an die Regierung in dem Sinne, dass man die unterstützt, dass die halt irgendwie mit einem Winterschlaf drüber kommen über die ganze Geschichte, weil auch unabhängig davon, auch mit der Hilfe wird es einfach viele aufstellen. Also es wird eine riesen Insolvenzwelle geben, jetzt dann im Herbst, ein bisschen später, wenn dann die ganzen Stundungen dann wirklich aufgehoben sind. Das heißt, von den Kleinen wird es wirklich einige erwischen. Also bei uns in der Branche zum Beispiel, wir hatten nur einen Mitbewerber, der ist schon bereits im Juni in Konkurs gegangen. Das ist dramatisch und das will natürlich keiner. Und deswegen muss man versuchen, die möglichst
zu unterstützen, damit diese Arbeitsplätze trotzdem weiterhin da sind. Die großen Festivalveranstalter, der größte in Österreich, ist ja in Hand von einem deutschen Riesenkonzern. Die haben auch den Vorteil, dass sie die finanzielle Kraft haben, so wie bei uns auch in Wahrheit. Wir haben den letzten Jahr gut gewürdigt, darum überleben wir sowas. Aber grundsätzlich muss man darauf schauen, dass dann möglichst viele durchkommen durch diese Krise.